Ich bin seit über 15 Jahren selbstständig und habe in diesen 15 Jahren 8-mal gegründet. Und zum Teil waren das super kleine Selbstständigkeiten, die ich nebenbei gemacht habe, zum Teil aber auch große GmbHs, mit denen wir Millionen von Euro von Investoren eingesammelt haben. Und ich arbeite in der Steuerberatung und zwar seit über 10 Jahren. Und ich habe in diesen 15 Jahren Selbstständigkeit und 10 Jahren Steuerberatung natürlich schon vieles gesehen und wahrscheinlich hunderte, wenn nicht sogar tausende Gründer und Selbstständige ja, bei ihren Buchhaltungs- und Steuerfragen unterstützt. Und das ist auch der Grund, warum ich vor ungefähr 2,5 Jahren angefangen habe, Videos zu produzieren. Und wo stehen wir heute damit? Mir folgen zehntausende Leute auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen und meine Anleitungen und Erklärungen ja, zum deutschen Steuerrecht und Buchhaltung werden millionenfach aufgerufen. Und was ich besonders beeindruckend finde, sind die vielen kleinen Erfolgsgeschichten, die ich so in den Kommentaren lesen kann. Aber es sind nicht nur Erfolgsgeschichten, es sind auch ungefähr 1000 Fragen, die ich pro Monat unter meinen Videos erhalte. Und ich bekomme natürlich nicht nur da Fragen, sondern auch direkte Nachrichten. Tatsächlich bekomme ich aktuell mit diesen Videos, die ich produziere, 300 bis 500 Mandatsanfragen pro Monat. Das ist eine unvorstellbare Masse. Und inzwischen sind das einfach Dimensionen, da komme ich nicht mehr hinterher. Ich habe ganz am Anfang mir irgendwann mal das Ziel gesetzt, dass ich auf jeden Kommentar antworte. Das schaffe ich aber leider einfach nicht. Ich kann nicht tausende Fragen und Anfragen pro Monat beantworten. Das funktioniert einfach leider nicht. Und ich finde das super schade. Und ich kann bei all diesen Kommentaren und Fragen ein Muster erkennen. Und zwar wollen ziemlich viele von euch die Buchhaltung und Steuern schon selbst machen. Das heißt, ihr habt ein Interesse daran, die Kontrolle zu behalten über eure Buchhaltung und Steuern. Und ganz ehrlich, das kann ich nur gutheißen. Also ich finde das hervorragend, wenn ihr das selber machen wollt. Und trotzdem gibt es bei der Umsetzung doch dann immer wieder Detailfragen. Weil so ganz einfach ist das deutsche Steuerrecht einfach nicht. Das heißt, ganz viele von euch wissen zwar ganz grob, was sie machen müssen, aber im Detail gibt es dann doch Unsicherheiten und Fragen. Und ganz viele von euch haben das Bedürfnis, sich da nochmal abzusichern oder nochmal ja, es gezeigt zu bekommen, wie man es genau umsetzen kann. Und natürlich könnte ich jetzt anfangen, Beratung zu verkaufen. Ich meine, ich bekomme so unfassbar viele Fragen. So ein durchschnittlicher Stundensatz vom Steuerberater liegt irgendwo zwischen 150 und 250 Euro. Und natürlich könnte ich jetzt einfach ja, Beratung anbieten. Aber ganz ehrlich, auf der einen Seite möchte ich das einfach nicht und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das irgendwie nicht das passende Angebot ist für viele eurer Anliegen. Weil viele Fragen, die ich sehe, sind zwar schon individuell und irgendwie spezifisch, aber dafür jetzt 250 Euro die Stunde auszugeben, fühlt sich auch irgendwie nicht richtig an. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und ja, ich starte 2024 einfach mal mit einem Experiment. Und zwar möchte ich ein Gründungssteuer-Buchhaltungsseminar anbieten. Und zwar geht das Ganze 12 Wochen lang. Und ich spreche nicht von irgendwelchen voraufgenommenen Videos, die du kaufen kannst, sondern ich spreche von einer kleinen, exklusiven Gruppe, maximal 50 Leute und dann treffen wir uns 12 Wochen lang live. Und da hast du natürlich die Möglichkeit, deine individuellen Fragen zu stellen und ich habe vor allen Dingen auch die Möglichkeit, alles zu beantworten. Neben diesen Live-Sessions bekommst du natürlich alle Unterlagen. Also du bekommst alle Aufzeichnungen, du bekommst die Präsentation, du bekommst zu jeder Woche und jedem Themenbereich ein Skript. Du bekommst alle möglichen Vorlagen und Berechnungssheets und Beispiele und Erklärungen. All das habe ich zusammengesammelt und du bekommst da einen riesengroßen Drive-Ordner mit allen möglichen Arbeitsunterlagen. Auch das wäre in so einem 1:1 Beratungsangebot eher schwieriger und ist auch etwas, was man in der Regel von seinem Steuerberater nicht bekommt. Wie läuft das Ganze denn jetzt ab? Wir sehen uns das erste Mal am 10. Januar 2024 und sehen uns dann ja 12 Wochen lang, einmal in der Woche für 1 bis 1,5 Stunden und sprechen dann systematisch die Themen Steuern, Buchhaltung, Sozialversicherung, Gründung, Steuern sparen, die richtigen Tools und so weiter nacheinander durch. Für die Zeit dazwischen haben wir eine WhatsApp-Gruppe und da kannst du dich austauschen mit anderen Gründern, die gerade an den gleichen Themen arbeiten wie du, aber ich bin natürlich auch da und du kannst mir alle deine Fragen stellen. Entweder einfach so tippen, du kannst aber auch gerne einfach mal eine Sprachnachricht reinschicken und ich kümmere mich dann um diese Fragen. Wie gesagt, super kleine Gruppe, das ist jetzt nicht so groß und anonym wie dieser YouTube-Kanal ist, sondern wir arbeiten wirklich zwischen Januar und März einmal systematisch alle Themen auf, die du kennen solltest, um in Deutschland selbstständig zu sein.
Für mich ist das Ganze ein Experiment. Ich weiß nicht, ob ich das später irgendwann nochmal machen werde. Das ist ein bisschen abhängig davon, ob es mir Spaß macht, ob es dir weiterhilft, ob das Interesse da ist. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es gemeinsam herausfinden, wie bei jeder Gründung. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ob das Ganze vielleicht das richtige Angebot für dich ist. Und es ist das richtige Angebot, wenn du gründest. Also wenn du im Jahr 2024 gründen möchtest. Entweder hauptberuflich oder nebenberuflich. Oder vielleicht bist du schon selbstständig. Und zwar nebenberuflich und möchtest jetzt Vollzeit selbstständig durchstarten. Vielleicht bist du auch bis jetzt Kleinunternehmer und möchtest oder musst ab nächstem Jahr Umsatzsteuer abführen. Dann musst du ehrlicherweise viel mehr Dinge beachten und auch dann wäre tatsächlich dieses Seminar das Richtige für dich. Oder aber du bist schon eine Weile selbstständig, hast aber nicht so wirklich den Durchblick, was du da gerade tust. Also du machst zwar Buchhaltung und Steuern und vielleicht hast du auch einen Steuerberater, aber das Ganze ist noch irgendwie fremd für dich und du hast noch so Berührungsängste. Auch dann wäre das eventuell gar nicht so schlecht. Kann dir versprechen, nach diesen 12 Wochen hast du den Durchblick und du weißt, was du tun musst, wie du das erreichen kannst und so weiter. Und genau auf diese Bedürfnisse möchte ich mich auch konzentrieren. Und das bedeutet gleichzeitig natürlich auch, dass dieses Seminar für einige Leute einfach nicht geeignet ist. Also für alle größeren Gründungen. Wenn du jetzt irgendwelche komplizierten Holdingstrukturen, Familienstiftungen oder aber auch Gründungen mit einem Team vorhast, dann ist das Seminar wahrscheinlich nicht das Richtige. Ich möchte dieser Gruppe Menschen einfach nur das Rüstzeug mitgeben, in Deutschland ganz normal selbstständig zu sein. Da geht es aber auch nicht um super komplizierte, komplexe Dinge. Damit könnt ihr euch gerne auch beschäftigen. Meine Empfehlung wäre aber nach dem Seminar. Du solltest erstmal die Basics beherrschen. Und genau um diese Basics geht's in diesem Seminar. Und damit kommen wir natürlich auch zur Frage, ja, was kostet denn der ganze Spaß? Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um dabei zu sein? Und ja, natürlich, ich investiere eine ganze Menge Zeit. Also 12 Wochen lang, 1 bis 1,5 Stunden pro Woche, das sind schon mal bis zu 18 Stunden. Und ja, wie ich gesagt habe, mit 1:1 Beratung kann ich wahrscheinlich bis zu 250 Euro die Stunde abrechnen. Und es sind ja nicht nur die Sessions, sondern auch dazwischen nehme ich mir Zeit für E-Mails und WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Aber natürlich bezahlst du das nicht 1:1. Ich meine, irgendeinen Vorteil muss es geben, dass wir das als Gruppe machen. Das ist der Preis. Und zwar kostet dieses Gründungs- und Steuerseminar 660 Euro insgesamt. Und darin bekommst du alles. Also alle Sessions, alle Fragen, alle Vorlagen, alle Aufzeichnungen, all das, was ich genannt habe, bekommst du für 660 Euro. Und mit dem Code Steuerfit sparst du da auch noch einmal 10%. Das heißt, faktisch zahlst du 594 Euro, um dabei zu sein. Wichtiger Hinweis, das Ganze ist der Bruttopreis. Das heißt, wenn du Umsatzsteuervoranmeldungen abgibst, was du ja als Selbstständiger tun kannst, dann kannst du dir die Vorsteuer auch nochmal wieder zurückholen. Ich werde dir zeigen, wie das Ganze funktioniert und unterm Strich zahlst du dann 500 Euro. Das heißt, für 500 Euro kannst du dabei sein und weil das Ganze für mich auch ein Experiment ist und ich werde all meine Energie in diese Gruppe setzen und ja alles dafür tun, dass du wirklich optimal gerüstet, ja quasi danach in die Selbstständigkeit durchstarten kannst. Aber ich habe das noch nie gemacht und deswegen habe ich mir überlegt, ich biete dir eine Art Zufriedenheitsgarantie an. Und zwar biete ich eine 120 Tage Geld zurückgarantieren. Was bedeutet das? Du kannst dich anmelden, du kannst die kompletten 12 Wochen dabei sein und kannst danach das Ganze auch noch umsetzen. Und selbst wenn du ja einen Monat nach dem Kurs, also nach der letzten Session dir überlegst, irgendwie hat mir das doch nicht so viel gebracht, dann schreibst du mir einfach eine E-Mail und dann erstatte ich dir das Geld zurück. Das mache ich vor allem, weil das Ganze für mich ein Experiment ist. Ich möchte ausprobieren, ob das ein Angebot ist, was so funktioniert kann, ob du daraus Mehrwert gewinnst, ob ich daraus Mehrwert gewinne, ob ich Spaß daran habe, ob du daran Spaß hast. Deswegen lass es uns einfach ausprobieren und ja, wenn es dir dann irgendwie dann doch nicht taugt, dann kriegst du dein Geld einfach wieder zurück. Aber das Ganze ist natürlich nicht das Ziel. Das Ziel ist es, dass du und ich, dass wir beide klüger aus diesen 12 Wochen rausgehen und dass wir beide ja daran gewachsen sind. Und deswegen würde ich mich unfassbar darüber freuen, wenn du mich bei meiner neuen Gründung begleitest und ich dich bei deiner Gründung begleiten dürfte. Lass uns 2024 zu unserem Jahr machen. Klicke auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung, sichere dir den Zugang zu meinem Gründungs- und Steuerseminar und alle Informationen verlinke ich dir gerne auch noch einmal hier.